Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich möchte Sie noch mal kurz aufs Laufende bringen bei dem Thema Corona. Wir sind als Stadt intensiv damit beschäftigt. Am Samstag hat der Krisenstab unserer Stadt unter meiner Leitung das erste Mal getagt und sich mit den verschiedenen Maßnahmen auseinandergesetzt, die wir als Rathaus hier auf den Weg bringen wollen. Dazu zählt unter anderem die Tatsache, dass wir ab morgen parallel zu den Schulschließungen, die die Landesregierung beschlossen hat, unser Rathaus für den Publikumsverkehr gänzlich schließen werden. Das heißt, nur in absoluten Notfällen und nur nach telefonischer Voranmeldung können Sie unser Rathaus betreten. Damit wollen wir der Verbreitung des Coronavirus entgegenwirken und die Funktionsfähigkeit unserer Verwaltung erhalten. Auch unsere öffentlichen Einrichtungen werden vollständig geschlossen, seien es Hallen, seien es Proberäume, WC-Anlagen, alles, was nicht zwingend benötigt wird, wird geschlossen. Das ist eine massive Einschränkung unseres Lebens, wie wir es derzeit kennen, aber glaube ich, mit Blick auf die Diskussion auf Bundes- und Landesebene mehr als angebracht. Konkrete Auswirkungen hat auch eine neue Verordnung der Landesregierung von Baden-Württemberg, die heute erlassen worden ist und morgen in Kraft tritt. Was heißt es für uns als Stadt? Morgen, ab morgen, wird das Museum der Harmonie im Alten Rathaus geschlossen auf unbestimmte Zeit. Ebenso das Infozentrum Kaltenbronn, das Waldmuseum, das Kirchel in Oberzroth, die alte Turnhalle in Hilbertsau, unser Kino in Gernsbach. Das alles wird bis auf unbestimmte Zeit geschlossen und eingestellt. Auch die gastronomischen Betriebe in unserer Stadt sind von der Landesregierungsentscheidung betroffen. Schließen werden das Eiscafé Rizzardini, das Eiscafé Fran Rosa, das Café am Markt, das Café Felix, das Café Z, das Bistro Journal, die Navas Lounge, die Murphy's Bar, das Thai Bamboo, das A-Team und das Rathaus Pub. Die Imbissbetriebe Toros, Deluxe und Bahnhofskiosk werden zunächst aufrechterhalten, müssen allerdings Tische im Abstand von 1,50 Meter stellen. Das Wettbüro in der Hauptstraße 18 wird als Vergnügungsstätte gewertet und damit ebenfalls geschlossen. Und auch alle Fitnessstudios in unserer Stadt werden ab morgen schließen müssen. Ich werde auch Kontakt zu den Pfarrern in unserer Stadt aufnehmen und auch dort zum Schutz unserer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger empfehlen, ab sofort die Gottesdienste in unserer Stadt nicht mehr stattfinden zu lassen. Der Wochenmarkt hingegen wird als freie Luftveranstaltung weiterhin Bestand haben. Ich möchte Sie bitten, sich auch weiterhin zu informieren, auf dem Laufenden zu halten. Als Stadt tun wir unser Möglichstes, um gesund über diese Krise zu kommen und auch weiterhin für Sie als Bürgerinnen und Bürger da zu sein. Vielen Dank.